Warte mal, ist das nur Schaden gewesen da unten? Oh ja. Dann machen wir doch Schaden plus Clip. Schaden minus Feuerrate. Feuerrate. So, die legen wir mal auf Lager. Die legen wir auch auf Lager. So, hier haben wir eigentlich das ein ganz, ganz gutes Tool schon gefunden. Kanister Bergungsmodul. Was ist das denn? Was ist ein Kanister Bergungsmodul? Kann man das auf die Waffen draufsetzen oder was? Zielfernrohr, medizinische Hilfe, okay. Munitionssammler, das weiß ich. So, Standard. Da. Sehr mysteriös, was wir gefunden haben. Da war aber eben noch was. Halt, warte mal. Ah ja. Das da durchstecken. Was ist das? Von der Größe her nicht normal. Ach, hätte ich mitnehmen sollen. Aber warte mal, wo ist denn die jetzt? Ach. Lass dir mal so da stecken. Ist nicht euer Ernst. Ja, ich nehme sie doch schon mit. Wollte es mir einfach machen. Aufzug, kommt. Private Sam Ackerman, 41. Engineering. Hab ihnen gesagt, sie dürfen die Infizierten nicht essen. Sie fingen an, sich zu verändern, wurden lichtempfindlich. Meine Taschenlampe allein reichte, damit sie durchdrehten. Ich habe den Aufzug deaktiviert, um sie dort unten einzusperren. Möge Gott ihrer Seelen gnädig sein. Ach, du Scheiße. Ich habe wenigstens Infrarot gucken. Oder ist das auch schon verboten? Ha! Hier sind wir komplett auf uns gestellt. Thank you.
Da muss ein Fotomod von machen. Das ist ja so geil hier unten drin. Fünf. Minimum. Jetzt die Taschenlampe anmache, bin ich im Arsch. Wenn ich die Taschenlampe nicht anmache, bin ich auch im Arsch. Das riskiere ich. Immerhin haben wir aber hier das Sucherbot wartet an der Bank. Du gehst hier jetzt erstmal suchen. Persönliches Log, Sam Ackerman. Seit 3 Tagen verstecke ich mich mucksmäuschenstill im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen. Ackerman! Bist du da? Oh Gott. Ich rieche! Krebsfleisch! Sehr geil. Hier sind es nur 3. Was essen die denn da?
Soll ich mich anlegen mit denen? Wegen 4 Stück und das war's. Gefühlt kamen sie gerade alle. Okay, die kamen nicht. Gut. Temperaturen unter Null überleben. Wenn Sie das Gelände verlassen, müssen Sie einen arktischen Überlebensanzug tragen, egal wie lange Sie sich draußen aufhalten. Das ist ein Befehl. Es werden keine Ausnahmen geduldet. Benutzen Sie keine Anzüge mit sichtbaren Gebrauchsspuren wie abgenutzten Nähten, Rissen oder losen Helmdichtungen. Bringen Sie diese Anzüge direkt zur Materialausgabe. Ein Loch, so klein es auch sein mag, reicht schon, um die Kälte reinzulassen, was in weniger als einer Minute zum Tod führt. Der Einsatz von Katheter und Darmsystemen ist Pflicht. Sollten Sie sich in eine längere Zeit draußen aufhalten müssen, können Körperflüssigkeit die Isolierung des Anzugs beeinträchtigen. Katheter und Darmsysteme werden nach jeder Benutzung sterilisiert und sind absolut sicher. Halten Sie die Dichtungen Ihres Anzugs jederzeit eisfrei und befreien Sie Ihre Stiefel nicht durch Aufstampfen von Schnee, da die Vibrationen die Katheter und Darmsysteme beschädigen. Alles klar. Was hat mir Rick gemacht? Nee, da nicht. Die Tür ist auch zu. Okay. Monitoring Station. Also so eine Tür und da drüber steht Dead Inside. Danke, dann ist es The Walking Dead. Ach, du Scheiße. Hier müssen wir aufpassen, sonst werden wir geplättet. Oder auch sonst irgendwas.
Doch, ist richtig. Boah. Au. Ich war das nicht. Da steht Jenny. Prinzip nicht raus. Ah, doch. Das muss definitiv. Nein, der nicht. Das muss auch definitiv. Nein, funktioniert nicht. Ja, meine Damen und Herren, super. Ihr wisst es bestimmt schon. Das ist schön, dass ihr das wisst. Ich nämlich noch nicht.
jetzt geht's doch. Hat schon eben? Hat es schon? Ich meine ja. Selbe Spielchen nochmal. Aua! Ich hab die jetzt gekriegt. Nur leider Gottes, diesmal kann ich nicht reingucken. Diesmal laufen wir auf Verdacht. Schlüsselkarte zum Vorratskammer. Sergeant Cochran, gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Vorräte sind. Finden Sie heraus, was mit Lumley passiert ist. Und was noch wichtiger ist, sichern Sie unsere Nahrung und Munition. Handwaffe zur medizinischen Hilfe. Oh. Bestimmt für Koop dann später ganz gut. Ach, du Scheiße. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Ja, ich gehe ja schon. Links oder rechts? Ach. Arktischer Anzug wurde eigentlich. Ah. Sehr schön, dann nehmen wir doch mal den da. So, auch die haben wir jetzt alle vergeben. Jetzt haben wir den Winteranzug.
Ah, jetzt dürfen wir auch wieder nach draußen. Sam Ackerman. Ist da draußen noch jemand? Sam, hier ist Dr. Serrano. Hören Sie, Sie müssen zur Einrichtung 1. Verstehen Sie mich? Leben hängen davon ab. Was? Doc? Wessen Leben? Von allen. Gehen Sie, Sam, jetzt sofort. Ackerman! Verlass uns nicht! Oh Gott, ich werde es versuchen, Doc. Wir müssen alle vollkommen werden. Mach uns vollkommen! Mach uns vollkommen! Kaum zu glauben, dass Ellie und ihre Crew den Absturz überlebt haben, aber es ist wahr. Laut Buckle haben sie einige Anzüge für extreme Winterbedingungen gefunden und sind Richtung Kamm zu einer Scarf-Einrichtung aufgebrochen. Was denkt Ellie sich eigentlich? Warum riskieren sie in dieser feindlichen Umgebung ihr Leben? Ich muss sie finden. Wir gehen aber jetzt rechts rüber. Laut eines Textlogs, das ich gefunden habe, unterhielt die Scarf ein Netzwerk aus unterirdischen Vorratslagern, das sich über das ganze Tau Volantis erstreckte. Vielleicht komme ich mit dieser Schlüsselkarte in dieses Netzwerk. Ich sollte es zumindest versuchen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Okay, da geht's auch zur Bank. Zur Bank geht's nach oben. Okay. Tatsächlich, stimmt ja. Die Suchrobots sind auf der... Die Suchrobots sind an der Bank angekommen. Gehen wir nochmal gerade mal zur Bank. Zur Werkbank. Okay, brauchen wir eigentlich nichts. Die Frage ist, was für ein Ziel ist das? Eigentlich würde ich sagen, bleiben wir unten, um das Optionale zu machen.
Persönliches Log, Sam Ackerman. Seit 3 Tagen verstecke ich mich. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Leute. Hier ist auch nur der Pumpenraum. Ansonsten ist hier nichts. Warte mal, wo bin ich daher gekommen? Der Pumpen. Genau, hier ist auch wirklich auch nur der Pumpenraum. Sonst wirklich gar nichts. So, ab nach oben. Eigentlich will ich ja gar nicht raus. Ausgang zur Wegestation. Da hoch will ich. Ist mir egal, da will ich jetzt hin. Thank you.
Cash weiß. Warum hat er das Ding jetzt dran? Ja, aber weiß ja nie. Auf alle Fälle müssen wir hier rein. Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht mehr verkaufen. Ach du Scheiße. Mach das schon mal gefasst auf Schrecksekunden. Moment mal. Okay, Waffen sind voll. Aua. Ich habe eben da reingeguckt. Blöd, Mann.